guten Tag. Ich möchte Ihnen heute etwas vorstellen, das betrifft ein Konzept des herausfordernden Verhaltens. Man nennt das BPSD, Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. Dagegen hat sich so eine internationale Bewegung formiert. Über die Hintergründe will ich Sie mal ein bisschen informieren. Also, das Konzept herausfordernden Verhaltens oder Problemverhalten oder disruptiven Verhalten, das kam so in den 80er Jahren auf. Da fing man an, sich mit dem Verhalten von Menschen mit Demenz vermehrt zu beschäftigen. Und 1996 hat man einen einheitlichen Begriff aus der Taufe gehoben, damit, wenn man ja jetzt dazu forscht, die Leute auch, sag mal, vereinheitliche Konzepte haben und damit auch die Ergebnisse vergleichbar sein können. Okay. In der Regel gehören diese herausfordernden Formen des Verhaltens zu den sogenannten sekundären Symptomen der Demenz, die also oft, aber nicht notwendigerweise mit der Demenz einhergehen, so jedenfalls die Theorie. De facto haben ungefähr 96% aller Menschen mit Demenz auch irgendeine Form herausfordernden Verhaltens. Ja, die Vorstellung war, dass man das Ganze so in Form von einheitlichen Krankheitskategorien beschreiben kann. Also, dass man so den Symptomverlauf einer Demenz gut vorhersehen kann und damit eben auch die Form des Verhaltens und des Erlebens. Das war allerdings eher nicht sehr erfolgreich, weil man feststellte, dass Menschen mit Demenz ihre Demenz doch sehr, sehr unterschiedlich erleben. Genauso enttäuschend war das eigentlich mit den Medikamenten, wo man eigentlich auch feststellte, die Antidementiva bringen herzlich wenig und die Psychopharmaka, die haben ein sehr geringes Wirkungsspektrum bei Menschen mit Demenz. Okay, von daher fing man dann so an, und das ging auch schon in den 90er Jahren los, so nicht pharmakologische Möglichkeiten in den Mittelpunkt zu rücken. Das ist auch heute noch so, alle Leitlinien empfehlen das. Die Praxis allerdings ist die, dass nicht pharmakologische Möglichkeiten in der Regel eher selten verwendet werden. In der Erforschung dieser BPSD stellte es sich dann so in den 90er und 2000er Jahren heraus, dass das Umfeld, die Kommunikation, die oft nicht erfüllten Bedürfnisse doch eine ganz bedeutsame Rolle für dieses Feld darstellen. Also zum Beispiel Schmerzen, Unbehagen, sensorische Über- oder Unterstimulation, aber auch so Dinge wie Monotonie der Versorgung, die Frustration, sich nicht verständlich machen zu können und auch nicht verstanden zu werden. All das spielte eine wesentliche Rolle. Ja, und auch die Erfahrung, das kennen Sie vielleicht auch, dass wenn die Menschen dann mal in ein anderes Milieu kommen, oft bestimmte Phänomene gar nicht mehr so zeigen oder diese Phänomene nicht mehr diese Dramatik auslösen wie zuvor. Ja, von daher kam dann zunehmend so eine Perspektive auf, dass das Ganze gar nicht so ein medizinisches Problem ist, sondern eher eine Frage der adäquaten Umgebung, dass man sich quasi an den Patienten gut anpasst und nicht der Patient an die Umgebung angepasst ist. Eine Radikalisierung dieser Bewegung könnte man so mit dem Stichwort Normalisierung umschreiben. Damit ist gemeint, dass man einige der Auffassung waren, im Rahmen der Demenz tauchen wieder so ganz alte Verhaltensweisen auf, also ontogenetisch oder phylogenetisch, also entweder mit der individuellen Entwicklung des Menschen oder auch in der Menschheitsgeschichte. Ne? Also zum Beispiel Dinge zu sammeln, wiederholende Bewegungen zu haben. Ja, also die Vorstellung dieser Normalisierung, kann man so sagen, das sind im Grunde genommen Selbsthilfestrategien. Ja, also entweder individuelle oder evolutionsgeschichtlich festgelegte Selbsthilfestrategien, so Art Notprogramme, die man auffährt, wenn nichts anderes mehr hilft. Das als Symptom einer Erkrankung zu beschreiben, wäre dann eigentlich eine Art Missverständnis. Ja, es ist eher so ein Notprogramm in einer hilflosen Situation. Naja. Und jetzt sitzt so die Kritik
an diesem BPSD-Idee ein, nämlich, dass man sagt, ja, damit, wenn man das so als Symptom beschreibt, dann macht man ja quasi die Person einseitig dafür verantwortlich. Nicht die Umgebung, nicht die Umwelt, nicht die Haltung, nicht die Angehörigen, sondern der Indexpatient, so nennt man das dann, ist dann im Grunde genommen das Problem. Und wenn der das Problem ist, dann muss man an dem auch die Lösung machen. Also durch Pharmakologie oder durch was Ähnliches muss man das Verhalten sozusagen beenden, stoppen. Ja, anstatt sich vielleicht mit den gesellschaftlichen und den Umweltgegebenheiten zu befassen, auch weil die Gesellschaft den Aufwand vielleicht scheut, adäquate Rahmenbedingungen für das Leben solcher Menschen bereitzustellen, sucht man dann eher eine pharmakologische Lösung. Also man akzeptiert die Demenz nicht, sondern man möchte das eigentlich wegmachen. Die Leute sollen gefälligst so funktionieren, wie man sich das erwartet. Ja, das ist so die Kritik an diesem BPSD-Konzept, dass es eine einseitige Verhaltenszuschreibung an den Einzelnen impliziert, mit der Möglichkeit, das vor allen Dingen pharmakologisch in den Griff zu kriegen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, dann muss man sagen, ja, so läuft's auch. In den meisten Fällen. In den meisten Fällen läuft es genau so. Und es ist auch durchaus bekannt, dass es gerade die Pflegenden sind, die sehr stark auf solche pharmakologische Möglichkeiten hinweisen oder sie einfordern, oft weil sie keine anderen Möglichkeiten haben und letztlich ohnmächtig und hilflos sind. Ja, Gegenargumente gegen diese Bewegung Ban BPSD, so nennt sich das, die bestehen meistens darin, dass man sagt, ja, ihr berücksichtigt zu wenig, dass die Leute leiden und auch, dass die Angehörige leiden und dass die professionell Pflegenden sich in einem Raum bewegen, der sehr begrenzt ist. Was soll man denn da machen? Ja, also das ist für alle Menschen mit einer Erträglichkeitsschwelle verbunden. Irgendwann hält man ein bestimmtes Verhalten nicht mehr aus und da kann man dann nur noch wegrennen oder im Grunde genommen die Person mit ihrem Verhalten stoppen. Ne? Und das muss man oft machen, um eine Basisversorgung, zum Beispiel Grundpflege, Körperpflege, Einnahme von Medikamenten überhaupt in irgendeiner Weise zu sichern. Und das betrifft letztlich auch Leute, die, sagen wir mal, dieses Normalisierungskonzept vertreten. Auch die werden bestimmt im Umgang mit diesen Menschen häufig an eine Grenze kommen. Ja, dieses Verhalten ist ja dann oft auch mit erheblichen Risiken verbunden. Ne? Und in irgendeiner Weise müssen die Pflegenden mit diesen Risiken auch umgehen können. Zudem muss man sagen, viele Dinge wie Psychosen, Delirien, Dissoziationen, das Vokalisieren, das nennt man oft pseudobuläres Syndrom, die sind nun mal wirklich primär der neurodegenerativen Veränderung geschuldet, sodass diese Umweltfaktoren eher einen auslösenden, verschlimmernden, erschwerenden Aspekt ausmachen, aber im Kern, so ist die Idee, sind diese Verhaltensformen doch auch neurologisch bedingt. Fazit: Empfohlen wird, man soll das Verhalten schon in einem möglichst weiten Kontext sehen. Also in einem emotionalen, sozialen Kontext sehen und auch schauen, ob es wirklich auch Überlebensstrategien sind. Ne? Und man soll auch daran arbeiten, die Erträglichkeitsgrenzen zu weiten, mehr Toleranz aufzubringen, eine adäquate Umgebung zur Verfügung zu stellen. Übersehen wird aus meiner Sicht in der ganzen Diskussion, wie hilflos man eigentlich ist. Ja, wie ratlos und hilflos und ohnmächtig eigentlich man doch gegenüber vielen Verhaltensweisen sind, dass man doch immer wieder an Erträglichkeitsgrenzen stößt, die man auch nicht so leicht überwinden kann, weil so radikale Verstöße gegen sozialnormative Ideen von Sauberkeit, Hygiene, Umgang miteinander, die kann man nur bis zu einem gewissen Grad ertragen. Das toleriert man nicht einfach endlos. Und dafür würde ich sagen, ja, auf der einen Seite, so könnte man das resümieren, sollte man solche Umgebungsfaktoren, die auch mit Haltung und mit Schulung und mit Umgebung zusammenhängen, die sollte man nach Möglichkeit sich gut angucken, aber man sollte sich auch nicht dafür schämen, wenn man am Ende der Dinge dann auch tatsächlich zu Medikamenten greift, weil anders die Angehörigen, aber auch die professionellen Pflege für sich und auch die Klienten keine andere Lösung wissen. Ja, das Ganze wie immer als Text hinterlegt.
Da können Sie dann noch mal reinschauen. Ich habe da noch so einen Link reingepackt, wo ein amerikanischer Arzt, der so diese BAN-BPSD-Bewegung vorangetrieben hat, sich noch mal umfassend zu dieser Bewegung äußert. Den können Sie mal anklicken, sich das mal anschauen. Und ja, wie immer, schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.